Also allgemein ist es so, ich hätte am liebsten so 30, 35 Spiele aufgeschrieben, weil ich mit so vielen tollen Spielern auch gespielt habe, die auf dem Platz super performt haben, aber auch als Mensch auch immer auch inspiriert haben. Ja, weil es natürlich hier mein Mentor ist von Borussia Dortmund. Ich habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Super Trainer, toller Mensch. Hat mich immer wieder gefördert, in guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten. Ja, und er musste auch oftmals meine Launen ertragen. Also von daher konnte ich eigentlich nur Teddy auch nehmen. Dede, eigentlich auch eine Ikone hier bei Borussia Dortmund. Im ersten Meisterjahr mit zusammengespielt. Vom ersten Tag an hier in Dortmund mit dabei gewesen. Ganz netter Mensch, super Spieler auf der linken Seite. Also ich glaube, wir kennen alle noch die Bilder, wo der die linke Seite bei Akata drauf und runter Flanken reingeschlagen hat vom Allerfeinsten. In der Kabine ein super positiver Mensch, also toller, toller Spieler. Ja, Mats, der Spieler, der eigentlich so mit das Gehirn auch der Mannschaft oftmals ist, der die öffnenden Pässe auch reinspielt, direkt vorne am liebsten in die Spitze rein. Ja, toller Spieler, auch mit Weltmeister geworden, auch gemeinsam mit ihm. Ja, Titel auch gemeinsam gewonnen, auch hier Meisterschaften und alles drum und dran. Also ich habe ihm, glaube ich, auch sehr viel zu verdanken. Ist immer ein Spieler, den du immer anspielen konntest, der immer wieder auch die Lösung auch parat hatte. Und von daher bei mir in der Mannschaft. Ja, Wörnser war auch hier in der Anfangszeit mit mir gemeinsam. Hat mir damals auch viel geholfen, auch mich hier zurechtzufinden. Toller Mensch, sehr guter Spieler, Nationalspieler. Damals auch für Paris auch gespielt, also auch einer, der eigentlich hier ein bisschen unterschätzt wurde zum Teil auch. Pijo, ganz klar, auch einer, der mit mir am längsten gespielt hat. Treue Seele von Borussia Dortmund, überragender Spieler auf der rechten Seite, der sich immer alles abverlangt, also selbst auch mit Verletzungen gespielt hat und über seinen Körper hinaus auch einiges geleistet hat und sich immer wieder reingeschmissen hat, also absolut verdient. Ja, Kelly, wir kennen uns schon viele Jahre. Schon als Jugendspieler zusammen bei der Jugendnationalmannschaft am Start gewesen und ja, ein absoluter Fighter, glaube ich, ähnlich wie ich auch veranlagt. Ja, glaube ich schon auch diejenigen, die auch das Wort oftmals übernommen haben. Kelly ist einer, der vorne wegmarschiert, Kapitän von Borussia Dortmund, heute hier noch beim Verein aktiv, also immer der auf ihn, also man kann sich immer auf ihn verlassen. Eine Vorbildfunktion auch hat und ich glaube, einer der tragenden Rollen auch bei Borussia. Zorki, ja, unser Manager, auch derjenige, der mich auch hier nach Borussia Dortmund geholt hat. Ja, erstens vorneweg ein super Fußballer, bekannt für die Elfer reinzuhauen. Ich glaube, der hat kaum einen verschossen. Mussten sich auch, glaube ich, alle Elfmeterschützen immer wieder anhören, wenn sie mal einen verschossen haben. Kam Zorki um die Ecke und sagte, so funktioniert das, zu Recht. Kapitän von Borussia Dortmund, Sportmanager, Sportdirektor, also toller Mensch dazu auch noch. Ich bin ihm sehr dankbar und wir haben sehr guten Kontakt miteinander. Lars, auch viele Jahre miteinander zusammen gespielt. Ja, das Jahrhunderttor, Champions League 97, unglaublich. Lupfen, lupfen, ricken. Also sehr inspirierend für mich auch. Ja, ein toller Mensch, auch einer, der natürlich sehr früh schon auch für Furore gesorgt hat. Unheimlich schnell, abschlussstark und immer clever in den Aktionen, also er wusste genau, wie er was angeht, also von daher hat er es in meine Elf geschafft. Ja, Rosi, ein super intelligenter Spieler, toller Mensch auch, was der damals geleistet hat, der hatte damals, nachdem Borussia Dortmund dann die Schwächephase hatte, wirtschaftlich, war er derjenige, der dann wirklich auch dann ja, fürs gute Fußball auch zuständig war. Sehr ansehnlich gespielt. Es war klar, dass sein Weg noch weiter fortgeführt wird. Vielleicht beim großen internationalen Verein damals. Ist dann von uns aus nach London gewechselt, zu Arsenal. War damals die Top-Adresse internationale, waren wir noch lange nicht so weit. Und ja, einfach ein super Fußballer und toller Mensch. Ja, die Tormaschine wissen wir, glaube ich, alle, auch selbst wenn er heute das falsche Trikot trägt. Schade, dass er gegangen ist damals. Ganz groß, wie er sich damals hier auch verabschiedet hat, sich nie hängen gelassen hat, Tore ohne Ende geschossen hat, also sensationeller Spieler auch heute noch und neidlos anzuerkennen. Lukas, sensationeller Typ, wir waren letztens auch noch zusammen auf dem Zimmer in Brasilien, als wir da mit den Legenden unterwegs waren. Unheimlich viel Spaß im Privatleben mit ihm zusammen gehabt. Ich habe keinen Tag erlebt, wo er mal schlecht gelaunt war, also es war immer echt eine coole Zeit und sportlich gesehen, also ich glaube, der Panther, wie der die Dinger da reingebombt hat, gerade im Meisterjahr 2011, das war unglaublich. Und als dann 2012 noch Robert noch richtig durchgestartet ist, wir hatten einen Sturm gehabt, das war phänomenal.